Ich erinnere mich noch, als ich als Kind mit meiner Familie ins Stadion gegangen bin in Kärnten und habe dort die Austria spielen sehen und habe mir gedacht, hey, die spielen genau den Fußball, so einen technisch geilen Fußball, das will ich auch spielen. Und habe mich dann entschlossen, meine Familie zu verlassen, alleine nach Wien zu gehen und mir den Traum zu erfüllen, auch für Austria Wien spielen zu dürfen. Dass es dann wirklich auch geklappt hat, in die Kampfmannschaft zu kommen und dort spielen zu dürfen, macht mich immer sehr glücklich und auch sehr stolz. Die Nummer 10 hat immer schon eine große Bedeutung in meinem Leben gehabt. Schon von klein auf habe ich diese Nummer getragen und erfüllt mich mit großem Stolz, diese Nummer so lang bei so einem Club zu tragen. Ich hoffe, ich bin auch mit der einen oder anderen Aktion dieser Nummer gerecht geworden. Meine Zeit bei der Austria, ja, ist geprägt von Höhen und Tiefen. Der Titel 2013, das erleben zu dürfen, macht mich bis heute noch extrem glücklich. Ein unglaublicher Moment. Oder auch das Spiel gegen Dinamo Zagreb, wo wir es geschafft haben, in die Champions League einzuziehen. Das sind Momente, die werde ich nie vergessen. Gleichzeitig 3 Tage vor meinem Debüt in der Champions League. Kreuzbandriss beim Training, der bitterste Moment in meiner Karriere. Bis heute tut mir das eigentlich noch weh. Habe mir da trotzdem aus dem Loch eigentlich zurückgekämpft. Die Wertschätzung, die ich vom Verein und von euch Fans gespürt habe, hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass meine Karriere so passiert ist und dass ich mir aus diesen Tiefen immer zurückkämpfen habe können. In letzter Zeit habe ich mir dann sehr viel Gedanken gemacht über meine Zukunft. Da bin ich dann wirklich nach langer Überlegung zu dem Schluss gekommen, nach dieser Saison meine Karriere zu beenden, schweren Herzens. Es wird nie der richtige Zeitpunkt kommen für so eine Entscheidung, weil es ist nicht nur so, dass mir der Fußball viel bedeutet. Der Fußball, das ist mein Leben, seit ich denken kann. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu gehen, um mehr Zeit für meine Familie zu haben und auch auf meine Gesundheit zu achten. Die letzten Jahre waren schon sehr hart für mich und ich will in guter Erinnerung gehen. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, dann fühle ich einfach nur große Dankbarkeit. Dankbarkeit an Austria Wien, weil ich bin zu einem Fußballclub gekommen und der ist zu meinem Zuhause geworden und dafür kann man nur dankbar sein.